Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Wir sind dabei, eine Alien-Anrichtung einzugreifen, nämlich die hier hinten. Ja, da müssen wir so eine Sprengladung platzieren und möglichst alle Aliens umklatschen. Ich glaube, das war eine 9-Alien-Mission, das heißt, es wird wahrscheinlich darum gehen, dass wir das Avatar-Projekt nur um einen einzigen Block verringern können. Aber das ist dann so. Die wichtigen Einrichtungen wollte ich mir noch für etwas später aufheben. Bewege mich zum Ziel. Affirmative. Moving out. Ja, guck mal, wie gesagt, es sind nur 9 Gegner, so viel ist es nicht. Double time. Und wir stehen natürlich nicht unter Zeitdruck, das heißt, wir können das Ganze entspannt angehen. I'm all over it. Scanning. Ich bin ein bisschen verschnupft gerade, das ist etwas ätzend, mal wieder. Kaum wird es wieder etwas kälter, geht das direkt wieder los. Ich höre schon den Sektopoden, den klatschen wir um, sobald wir den sehen. Ich habe ja, glaube ich, zweimal Blue Screen Geschosse dabei, das sollte allein schon reichen, um den umzuballern. Confirmed. Solid copy. Okay, gucken wir mal. Nichts zu sehen, das ist ja ein Ding. Okay, gucken wir mal, wo die... Da sind sie ja schon. Wie praktisch. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wer das zweite Bluescreen-Geschoss dabei hatte. Ich weiß, dass er hier Bluescreen-Geschosse hatte. Heading there now. Und deswegen der... Wait, what? Der sieht die nicht. Was soll das denn? Jetzt sieht er die, na? Das ist ja super. Okay. Dann ziehe ich mal den Rest des Teams hier rüber nach. Damit ich hier dahin... Location confirmed. Du gehst mal hier in Deckung. Rio, der steht mir eigentlich zu weit ab. Der kommt mal wieder hierher. Moving on target. So, und jetzt werden wir einen Garantieschuss abfeuern. Oh, das habe ich noch so. Ich habe auch so 100%, da brauche ich keinen Garantieschuss. Aber der Rupturschuss wäre interessanter. Und selbst der trifft mit 100%, denn der Rupturschuss sorgt dafür, dass alle weiteren Angriffe zusätzlichen Schaden verursachen. Und mit Blue Screen geschossen, 16 Schaden hat er gefressen. Der hat bei ihm die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren. Das ist natürlich richtig krass. Und da macht sich das bemerkbar, dass ich ihm die Zielverbesserung gegeben habe. Das war schon heftig. Wo ist denn Rio? Hier, Herr Kollege, hier, du warst doch auch hier. Wer hat die verdammten Bluescreen-Geschosse? Kettenschuss. Normaler Schuss reicht nicht. Komm, machen wir den Kettenschuss auf den Sektopoden. Sitzt, Nummer 2. Ah, komm schon, ey, das ist doch lächerlich. Verdammt nochmal. Du feuerst eine Granate hier drüben rein. Ich bin bereit für eine Überraschung. Er hatte die Bluescreen-Geschosse, die zweiten. Verdammt, hab ich vergessen. Aber er darf nochmal, wie nett, wie nett. Ja, das ist alles ein bisschen weit weg. Ja. Ach komm, hier. Machen wir eine zweite. Ich habe ja genug davon. Beute zerstört, ist mir egal. Wichtig ist, dass das Teil hier stirbt und das darf Rio jetzt erledigen mit seiner Schrotflinte. Und tschüss und natürlich kriegt ihr Spaß auch sonst. So wie sich das gehört. Rest bleibt jetzt mal stehen. Warten wir mal ruhig eine Runde ab und laden nochmal bei den ganzen Leuten nach. Die jetzt noch nicht geschossen haben. Schadet nicht. Oh, hier, er ist leer.
was am Rupturschuss lag. Jetzt braucht er drei Schüsse. Wenn wir jetzt eine überragende Magazinerweiterung hätten, hätten wir immer noch drei frei. Aber da ich bisher noch keine gefunden habe, muss das auch so gehen. Das waren jetzt die ersten drei und ich trigger direkt den nächsten Gegner, was ein blöder Turm ist. Da werden wir gleich mal gucken, ob der... Guckt euch das an. Ja, komm, machen wir. Da brauchen wir nämlich nur noch einen Treffer, dann ist er weg. Der. Lass du mal versuchen, an deiner Beförderung zu arbeiten hier. 76%. Wehe, du schießt daneben. Vielleicht sollte ich es einfach nicht mehr sagen. Das wäre eventuell mal eine Option. Ja? So, nächster Versuch. Sag mal, was stimmt mit denen nicht? So, Ryu, 100%, du solltest ja wohl treffen. Muss wieder der Colonel ran hier, damit das funktioniert. Gibt's nicht sowas. Das sind Vögel hier. Gut. Ich höre noch einen Sektorpod. Das ist interessant. Ich werde nochmal nachladen mit der ganzen Bande. Ein Torwächter turnt hier, glaube ich, auch noch rum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, weil das nur eine einpunkte Einrichtung ist, dass hier kein Torwächter ist. Sondern nur die Sektopoden. Wie gesagt, ihr wisst das natürlich, weil ihr natürlich gerade erst gestern die letzte Folge gesehen habt. Aber für mich ist das schon ein paar Tage her. Noch ein Turm. Sachen gibt's. Wir machen uns das mal einfach jetzt. Wir nehmen mal einen unserer Grenadiere. Wie wär's mit Hightower? Okay, I'll go. Und Hightower wird jetzt einfach eine Granate hier drauf schießen. Dann stürzt er nämlich ab und dann war's das für den. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und dann ziehen wir den Rest des Trupps jetzt einfach mal hinterher. Kein Problem, Boss. Aber nicht weiter als zur blauen Markierung. Wir sollen nämlich alle noch schießen können, falls ich versehentlich das aufdecke. Ich kann was sehen. Ah, verdammter Mistkram. Das gibt's doch nicht sowas, ey. Mit der letzten verdammten Bewegung decke ich noch eine Gruppe auf. Hurra. Okay, komm, da haben wir erstmal einen Blaster Launcher rein. Ich hoffe, dass ich den da außen auch noch erwische. Der Schildträger sollte durch den Fallschaden eigentlich... Nein, tut er natürlich nicht. Verdammt. Was machen wir jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der mal eben ein Imitationsgerät wirft. Wen haben wir denn da noch? Du hättest noch einen Blaster Launcher, du kommst aber nicht ran für den... Ja komm, hier, du wirst das Imitationsgerät. Ich habe ja noch ein paar davon. Ryo, du kannst auch einen sehen. 94%. Töte den einfach mal. So gehört sich das. So, jetzt haben wir noch zwei davon. Die nichts sehen. Okay, dann machen wir doch einfach einen Feldposten. Beziehungsweise Feuerschutz. Und dann sollen sie sich doch bewegen. Ist mir wurscht. Vielleicht erwische ich den ja. Natürlich nicht. Die auch mal klappen können zur Abwechslung. Gibt's nicht sowas. Gibt es einfach nicht. Mit etwas Glück übersteht er den Angriff der Imitationsköder. Tut er, sehr schön. Dann wird der zweite auch noch darauf feuern. Und dann kann ich beide erwischen. Zweites Fall mit Sensenmann. Obwohl dieser Elite-Stunlancer natürlich viele Lebenspunkte hat. Das heißt, Ryo wird anfangen. Komm mal hierher. Männer 1-5, Sie sind bei der Zielposition. Ja, interessiert mich gerade nicht. Ich möchte gerne auf den da schießen.
solltest ihn jetzt eigentlich nicht unbedingt töten. Ich wollte eigentlich meinem zweiten Grenadier noch eine Beförderung verpassen, aber ja, es ist halt so. Ja komm, dann bringen wir ihn jetzt einfach um. Wir kriegen diese Beförderung schon noch hin. Irgendwie. Da sind sie ja schon. Mensch, das sind die letzten drei übrigens schon. Wir haben ja schon sechs Gegner umgeboxt. Dieser blöde Sektorpunkt darf jetzt mal herkommen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Kondensatorentladung bitte. Kriege ich damit... Ja, die zwei immerhin, den kriege ich leider nicht mehr rein. Es wäre schön, wenn ich alle drei erwischen würde, aber die zwei gehen auch. Ist mir recht. Wichtig ist nur, dass ich dem Sektorport gleich noch eine reindrücke. Der kriegt jetzt vielleicht die erste Ladung Bluescreen-Geschosse ab. Nämlich von ihm hier. It's clear. 100%. Nur 8 Schaden. Das ist ein bisschen mager. Im Vergleich zum letzten Mal. What's over there? 100%, halt mal drauf. Das war ein Crit, das ist schön. Jetzt hat er noch so wenig. Jetzt müsste eigentlich müsste ich es jetzt schaffen. Mit ich möchte hier gerne befördern. Ah, toll. Wie machen wir das jetzt? Mehr? Natürlich. 93%, wo willst du mich verscheißern? Stehst direkt vor diesem Ding und der ist nun echt groß. Das gibt's doch nicht. Ich will, dass dieser Typ eine Beförderung verdient. Okay. Meditationsgerät dahin. Verstärkung kommt auch noch in diesem Einsatz, fällt mir gerade so ein. Ich habe jetzt nicht mal auf die Uhr geachtet, wann ich überhaupt angefangen habe. Aber so ist das halt. Rio, was machen wir mit dir? Du machst mal Run and Gun auf jeden Fall. Wie kriege ich beide... Ich kriege auf keinen Fall beide rein, fürchte ich. Ja, gut, komm mal hierher. Ah, Mist, ich hätte mich neben den Imitationsköder stellen sollen. Das war jetzt ein bisschen doof von mir. 78 auf den, 72... Probieren wir mal 78 auf den. Irgendwie ich das Gefühl, dass nur noch 90% Schüsse treffen. Aber die werden jetzt beide den Imitationsköder angreifen. Von daher kein Problem. Und einen habe ich ja noch über. Ja, ich weiß. Rio, komm mal eben her hier. Du machst mal den Sensenmann. Greif den an. Der ist dann auf jeden Fall tot. Finde ich gut. Jetzt boxt du den hier um. Oder versuchst es zumindest. Ja, immerhin 8 Schaden. Das ist ordentlich. Und dann kann er hier mal hierher kommen. Und den... Warum sind das... Alter, ich stehe... Warum sind das 86%? Ich stehe genau davor. Echt gut. Immer noch nicht befördert. Meine Güte. Okay, egal, das macht nichts. Du bleibst hier, lädst nach. Du musst nachladen zunächst einmal. Feuerschutz. Und du auch Feuerschutz. Das passt mir ganz gut, dass sie das da machen. Menace 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Verstärkung am Arsch, Alter. So, okay. Hierher. Du kommst dahin. Du, hierher. Dorthin. Dieser Grenadier ist leer. Okay, dann wirst du mal einfach hierher gehen. Schon unterwegs. Lust nachzuladen.
das Ding platzieren. Ach man, dass ich diese Sequenz nicht überspringen kann, das ist ein bisschen ätzend. Manus 1-5, ja, ich weiß. Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Nicht wirklich. Ich habe noch nicht mal einen Evakuierungspunkt festgelegt. Ach, der ist ja auch leer. Oh Mann, okay, komm, dann lädst du mal nach. Das macht Feuerschutz. Ach so, ja, er muss nachladen. Lädt er auch nach. So, mal gucken, wie viele ich davon direkt im Anflug töten kann. Ich hoffe, alle. Es sind nur zwei normale Advent-Soldaten plus ein Offizier. Das ist ja nicht sonderlich viel. Vor allen Dingen ist kein blöder Mech da, der direkt auf Feuerschutz geht. Ja, das ist nett. Er schießt natürlich daneben. Mhm. Na gut. Ich möchte gerne, dass dieser blöde Mongo hier eine Beförderung bekommt. Ich kann... Alter, was ist hier los? Verdammt nochmal, ich will genau auf die Ecke. Sag mal... diese... Kein Problem, Boss. Verdammten Bugs. So, 49,1. Wäre ein bisschen doof, so von der Trefferchance her. Hm. Immer einen Blaster-Launcher nur für den. Wir haben genug Leute da. So, jetzt alle weg. Aber ich möchte gerne, dass der Mongo von dem hier hinten getötet wird. Einfach. Du kannst ihn nicht sehen, echt jetzt? Oh boy, okay, dann schieß einfach mal so drauf. War klar. Warum sollte man treffen? Mensch, das wäre ja mal eine Überraschung gewesen, wenn diese Mongos irgendwas treffen würden. Ja, komm, machen wir es auf klassische Art. Rio Box den um. Impressed yet? Und du machst den anderen kaputt. 96%. Obwohl der Deckung hat. Okay, so I got one. Schön. Okay. 5. Alle Feinde nahe ihrer Position wurden eliminiert. Begeben Sie sich zum Evakuierungspunkt. Ja. Gut, hauen wir ab. Wir haben die Mission geschafft. Okay, bin unterwegs. Da gucken wir mal, was wir so als nächstes zu tun haben. Das aber der Projekt ist auf jeden Fall erstmal etwas reduziert. Mich ärgert es, dass wir beim letzten Mal halt direkt den, hier wie heißt es, Countdown bekommen haben. Denn wir haben ja gerade erst um 4 Punkte reduziert und dann geht es direkt wieder rauf. Das war ein bisschen mega ätzend. Ich hätte natürlich auch einfach abwarten können mit der letzten Mission, dass ich den Codex gehackt habe. Um eben den Countdown direkt mitzunehmen und dann zu reduzieren, aber das wird auch ein bisschen langweilig, auch für euch als Zuschauer. Ein bisschen was in der Story muss ja auch mal passieren. Das soll nämlich nicht unbedingt wieder 70 Parts werden. Also wenn wir so bei 40 landen am Ende, wäre das ganz gut, denke ich. Aber 70, 72 damals war ein bisschen viel. Aber das war ja auch einer meiner ersten Durchgänge für XCOM 2. Hängt es? Bleibt es hängen? Oder? Nein, bleibt es nicht. Sehr schön. Mir wurde jetzt auch mehrfach schon gesagt, ich soll auch bitte mal endlich Long War spielen. Aber ich muss sagen, ich habe Long War nicht einmal bei Enemy Unknown gespielt. Wenn alle Missionen so glatt laufen, haben wir den Planeten schon bald wieder unter Kontrolle. Von daher warte ich mit Long War. Die Truppen haben sich gut geschlagen, Commander. Die Zerstörung dieser Einrichtung, von daher werde ich mit Long War 2 erstmal ein bisschen beim Avatar-Projekt verlangsamen und uns Zeit für den Aufbau der Widerstandsbewegung geben. Ja, ich habe ja noch nicht einmal hier dieses Spiel auf im normalen Zustand auf Legend durchgespielt. Das sollte ich vielleicht erstmal machen, bevor ich mich überhaupt an Long War heranwage. Muss mal gucken.
was da am meisten Sinn macht. Tatsache, dass wir einen weiteren Satz von so. Nur einen. Das wird also schnell wieder zurückkommen. Aber ich habe ja noch einige andere Optionen zur Verfügung. Ich habe nur 38 Info. Das ist doof. Das ist sehr doof. Ja, was machen wir da am besten? Was ist das hier? Naja, das Kontakt erstellen. Da war ich, glaube ich, bei gerade. Auf die arktischen Gebiete. Das machen wir jetzt auch nochmal eben. Weil ich ja hier zu dieser Mission hin möchte. Versuche lokalen, regionalen Kontakt aufzunehmen. Noch ein nice, nice, nice. Genau das wollte ich haben. Wie viel Kohlen habe ich denn? Kann ich davon noch eine experimentelle? Ja, locker. Ich habe mehr als genug Geld. Projekt wählen, experimentelle Energiewaffe. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie machen wir noch einen davon. Wenn das Projekt abgeschlossen ist. Okay. Weiter geht's. Ich möchte den Kontakt haben und natürlich gucken, dass ich meine Hi-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 
weitermachen. Was heißt in der nächsten Aufnahme? Eine Mission nehme ich heute noch auf. Der Widerstand nutzt scheinbar schon länger einen alten aber eben im nächsten Video. Advent-Netzwerk, den die Aliens bis vor kurzem nicht kannten. Aktuellen Aufklärungsberichten zufolge sind die vom Widerstand gewonnenen Daten kritisch für die jüngste Operation der Aliens. Leider rückt Advent jetzt aus, um das Gerät zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Eliminieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Gebiet. Schützen Sie das Gerät um jeden Preis. Ja, genau das werde ich auch tun. Spannend, es waren ja nur 9 Gegner dabei, das war nicht sonderlich viel, das sollten wir nicht relativ bequem schaffen. Wichtig wäre es halt, dass wenn ich mehrere Pots auf einmal aktivieren, das ist eine Sache, die wichtig wäre. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich bei den angekündigten Gegnern nicht das große Problem, das auch zu schaffen. Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, aber erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM 2. Bis dann!